Hallo miteinander und willkommen zurück zu Pillars of Eternity mit Torrin Gent. Ja, wir reden hier gerade mit der Anführerin hier und mit Geistern, Seelen gleichzeitig. Mal schauen, wie es weitergeht. Hinter deinem Verstand kannst du kurz ein Bild eines polierten Adlerwürfels sehen. Die Seiten sind beschriftet, aber das Bild ist zu schwach, um die Worte lesen zu können. Die Annahmen Fat wenden sich von dir ab und schaut an einer spitzen Klaue kauen zu Boden. Naja. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber dennoch sind deine heutigen Entscheidungen von Bedeutung. Es gibt ihnen etwas anderes, an das sich erinnern können. Ja. Etwas anderes, an das sich erinnern können. Schau dich traurig an. Ich fürchte, das habe ich schon. Vor ein paar Tagen kam hier ein anderer Estramor durch und nun, ihn durchzulassen war ein Fehler. Und zwar einer, den ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Sie schaut dich direkt an. Der Kompass der Führungsstamm hat den Ruf, mit Estramorn zu sanft umzugehen. Durch mein Versagen, diesen Mann aufzuhalten, der unsere heiligsten Stätten entweiht hat, wird dieser Ruf nicht gerade verbessert. Das klingt nach dem Mann, den ich aufhalten wollte. Das Misstrauen schleicht ihr zurück in die Augen. Ah ja. Okay, ich werde meinen Fehler nicht wiederholen, nur weil ich ihn dringend beheben möchte. Wir halten Estramorn aus Zwillingsrunden fern, um die uralten Stätten zu beschützen, die uns die Erbauer hinterlassen haben. Die Erbauer haben uns die Verteidigung ihres Erbes überlassen, aber sie alleine hatten Zugang dazu. Sie seufzt. Zumindest darüber sind sich die sechs Stämme einig. In deinem Verstand siehst du abermals den polierten Adraeck-Pfeiler. Dieses Mal ist das Bild klarer. Auf jeder Seite des Pfeilers steht ein Satz, den du auswendig kannst. Du spürst, wie deine Lippen Worte bilden. Ein Geschenk der Erbauer der Zivilisation an die Hüter ihres Vermächtnisses. Mögen die Hüter die Tür bewachen, während die Erbauer den Schlüssel behalten. Lefferl starrt zu dir zurück und in ihrem offenstehenden Mund kannst du ihre winzigen spitzen Zähne sehen. Das waren die Worte, die den Hütern des Steins gesagt wurden. Weiß. Sie streicht sich nachdenklich mit den Händen über die Ohren. Gut, du darfst die Stadt erkunden. Sag der Wache am Tor, dass du mit dem Segen des Kompasses der Führung kommst, um den Eckpfeiler zu sehen. Wenn die Götter wirklich einen der Bauer zu uns haben zurückkehren lassen, finde die Delemgan von Tir Evron in Ulmkap. Wenn die Götter dich mit einer Bestimmung geschickt haben, werden die Delemgan es wissen. Sollen die Priester oder sowas sein? Oder die Druiden? In der Zwischenzeit werde ich hier sein, um dich zu unterstützen. Okay. Was sind die sechs Stämme eigentlich? Die Landvatanischen Gesellschaft ist in Stämme unterteilt, die sich weiter in Clans verzweigen. Jeden Stamm verbindet eine besondere Geschichte oder eine besondere Lebensart. Clans sind Gemeinschaften von Familien, die zusammenleben. In Wirklichkeit gab es mehr als sechs Stämme, aber die sechs größten haben die anderen schon immer angeführt. Jeder dieser sechs Stämme hat hier in der Passage der Sechs, in der wir Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse besprechen, einen Sitz. Du hast beispielsweise die Debatte gesehen, die sich vor dem Krieg des Zerbrochenen Steins zugetragen hat. Sie wirft dir einen zögerlichen Blick zu. Die sechs Stämme sind die Hüter des Steins, der Fleischkraniche. Okay, der Fischerkraniche, der drei Stoßzahn Stelga, der Steindorn, der zweimal gespaltenen Pfeile und des Kompasses der Führung. Sind die Hüter des Steins? Sie sind der erste und älteste der Stämme. Als sie zum ersten Mal nach Erg Landfahrt segelten, trafen sie auf die Erbauer, die ihnen den Eckpfeiler und die von dir zitierte Worte als Zeichen der Freundschaft gaben. Viele der Stämme, selbst unter den sechs, bitten die Hüter um Führung. Ihre lange Geschichte gibt ihnen einen Ehrenplatz in unserer Gesellschaft, obwohl sie das nach meinen Beobachtungen auch vorsichtiger hat werden lassen. Ich möchte etwas über die Fischerkraniche erfahren. Ein Stamm aus dem Fane-Sumpf, der hauptsächlich aus Orlanern besteht. Die meisten der Städte, die sie verteidigen, liegen halb begraben in den Sümpfen und selbst die anderen Stämme könnten dir nicht sagen, wo sie liegen. Sie verschränkt ihre Arme. Sie sind nicht der renommierteste aller Stämme, aber der schlauste und feinste. Man kann über die Berserker der drei Stoßzahnsträger sagen, was man will, aber ich würde zu jener Zeit lieber ihnen als einem Hinterhaltkommando der Fischerkraniche entgegentreten. Ah ja, sneaky, Glanfatana also. Was weißt du über die drei Stoßzahnsträger? Sie lacht und schüttelt den Kopf. Sind wie alle anderen auch furchtlose Wahnsinnige und ich möchte auch, dass das alle erfahren. Selbst von anderen Glanfatanern werden sie für einen wilden Haufen gehalten. In vielen ihrer Territorien hat es die meisten Konflikte mit Estramorn gegeben und das vergessen sie nicht. Und sie wollen auch nicht, dass das andere vergessen. In den Kriegen mit den Estramorn haben sie die meisten Soldaten getötet und auch die schwersten Verluste erlitten.
Nach dem Krieg der schwarzen Bäume kam es bei den drei Stoßzahnsträger sogar zu einer Abspaltung. Dutzende Clans verließen die verwüsteten Lande und zogen sich weiter in den Dürwald zurück. Dort schlossen sie sich allen Stämmen an, die sie aufnahmen. Von manchen werden sie gebrochene Stoßzähne genannt. Der Großteil des Stammes grub sich in den halb verbrannten Wäldern ein, um die Front zu halten. Und dafür werden sie von vielen respektiert. Sie runzeln unbehaglich die Stirn. Sie haben ihren Platz unter den sechs Stämmen Merz verdient. Aber sie setzen sich viel zu sehr für Konflikte ein. Und so viele vergöttern sie für ihren Heldenmut in der Schlacht. Es sind wir von den Steindornen. Hauptsächlich Zwerge aus der Weißmark. Sie sind einer der jüngeren Stämme, die sich im Verlauf der Jahre entlang der Handelsrouten zwischen der Wildnis und den Bergen gebildet haben. Trotzdem sehen sie sich als waschechte Glanfatana. Und wer kann ihnen da schon widersprechen? Nur die Fischerkönige verteidigen Städten in einem derart unwirtlichen Territorium. Ich persönlich finde, dass ihnen das zu Kopf gestiegen ist. Sie stellen sich gerne vor, dass es den Rest von uns im Flachland leicht hat. Wobei sie aber vergessen, dass die Kriege mit den Erstravorm ihrer Berge niemals erreicht hatten. Trotzdem eilten sie uns wie ein Baldaktike zu Hilfe. Sie sind nach einer zählen, dornigen kleinen Pflanze benannt, die hoch in den Bergen wächst. Passt zu ihnen. Was ist mit den zweimal gespaltenen Pfeilen? Die kenne ich nicht. Ja, das trifft auf viele zu. Sie sind üblicherweise Verstoßene und Exilanten anderer Stämme. Wahrscheinlich sind sie der am wenigsten respektierte aller Stämme, aber unsere Vorfahren dachten, dass auch sie eine Stimme haben sollten und gaben ihnen einen Sitz unter den sechs Stämmen. Die meisten anderen Stämme halten sie für Plünderer und Wilderlinge, aber Widerlinge? Was würde niemand einen Angehörigen der zweimal gespaltenen Pfeile direkt ins Gesicht sagen? Sie sehen sich selbst als Überlebende und sie auf ihren Stamm so stolz wie alle anderen zu... Und sind auf ihren Stamm so stolz wie alle anderen auf ihren. Sie zuckt mit den Achseln. Sie nehmen jeden auf und ich finde, das ist eine tugendhafte Einstellung. Trotzdem weiß man bei ihnen nie, woran man ist. Manche Clans rauben einen auch das letzte Hemd, während andere zu Ehren deines Besuchs einen Lamm schlachten. Okay, was ist mit dem Kompass der Führung? In der Tat, das ist ihr Stamm. Ne? Also wir sind einer der jüngeren Stämme und nicht gerade einer der prestigeträchtigsten. Wir versuchten in Frieden mit den Erstravorn zu leben, was uns bei manchen unserer streitlustigen Brüder wie den drei Stoßzahnsträger und den Hütern des Steins diesen Ruf von Beschwichtigern eingebracht hat. Wir ehren unser glanfatanisches Erbe, aber wir erkennen auch, dass die Erstravorn hier nicht mehr weggehen werden. So wie wir es sehen, können wir unser Mandat zum Schutz der Städten der Erbauer besser erfüllen, wenn wir mit unseren Nachbarn friedlich zusammenleben. Ja, gar nicht so dumm. Ich möchte dich doch über eine andere Angelegenheit befragen. Ach ja? Was ist mit dir? Wer bist du überhaupt? Ich bin die Anamavat des Kompasses der Führung. Ja, wie vielen Anamavat liegt mir das Führen im Blut? Während Stammesterritorien nicht strikt dem Erbrecht unterworfen sind, glauben wir, dass starke Anführer einen Teil ihrer Seele an Kinder und Enkelkinder weitergeben können. Das bedeutet, dass Anamavat einer Blutlinie auf Generationen hinaus Erfolg haben können. Ah ja. Sie nestelt an einer geschärften Daumenklaue. Nach all dem, was hier in letzter Zeit geschehen ist, mache ich mir natürlich Sorgen, dass die Linie meiner Familie mit mir enden wird. Also wir können jetzt mal rumlaufen hier. Das ist ja schon mal ganz nett. Dieser Hut, ne, wie er halt aussticht. Okay. Gehen wir jetzt dann weiter. Erstmal rausgehen, dann gucken wir uns hier in dem Gebiet nochmal ein bisschen um. Wo wir hier schnurstracks zu diesen anderen hiesen Leuten da hinlaufen, die wahrscheinlich ja wissen sollen, was zu tun ist. Okay, also da waren wir. Ich glaube, einfach da nach Haus. Ich sehe nicht, dass wir rechts an der Mauer entlang laufen sollen. Sondern eine Taverne. Vielleicht ist auch... Ja, gehen wir mal zum Markt. Markt klingt doch schon mal ganz gut, hä? Achso, und ich sollte ja eigentlich schleichen, ne? Der von Vorteil. Irgendwo was versteckt. Mit mal ein Pilz oder sowas. Gewurz. Das sind Jäger, die hier rumstehen. Und mal nicht klauen, ne? Solange wir gesehen werden. Sind nur random Jäger.
Ah ja, die Kapelle wurde gebaut. Schön. Dann bauen wir weiter direkt, ja? Ausbauten. Mehr Mauern bauen. Altlandpfade der Irrgärten. Die Händlerstände. Wer den Typ nicht schon? Naja. Markt von Härte. Ja komm, wir gucken mal rein. Wir haben ja ein bisschen Geld. Vielleicht finden wir ja auch irgendwelche coolen Items, die wir kaufen können. So, das aus den letzten Kämpfen schießen kann. Vielleicht bräuchten wir etwas stärkeres Zeug. So. Hallo. Was sind denn hier? Da bist ein Händler auf jeden Fall. Sieht aus wie ein Essenshändler, ehrlich gesagt. Eine große Frau ist in Felle gehüllt. Sie wirft ihr einen scharfen Blick aus dunklen Augen zu. Ich halte hier die besten Tierhäute in ganz Erglandfahrt in Händen. So dick, dass sie kein Stelger mit einem Krallen durchbohren kann. Schiffe so weich, dass sie den Klang deiner Schütter verhüllen. Womit handelst du? Ich trage es an meiner Haut. Ich verkaufe Tierhäute von jedem erdenklichen Tier in Galavain. Estravon kommen aus allen Dörfern, um sie zu sehen. Und als hervorragende Jäger bekannt. Jede Haut trägt die Geschichte einer großen Jagd in sich und unsere Händler tragen sie in jedem Winkel unserer Lande. Darf ich deine Waren sehen? Du hast nur Leder, also Lederrüstung quasi. Außergewöhnliche Rohhautrüstung. Er hat sich noch mehr Erholungsgeschwindigkeit. Das ist ja, unser hat halt den einen Punkt mehr Rüstung. Hm. Fallen gibt's noch. Wir haben beide ja auch solche Lederrüstungen und Hra hat ja bekannterweise was an? Die gute Rohhautrüstung. Hm. Das wäre jetzt gar nicht so verkehrt, ihm sowas zu kaufen, war. Okay, dann schauen wir mal, dass wir noch irgendwas verkaufen hier im Gegenzug. Ich weiß gar nicht, jetzt sogar, was wir hier so dabei haben. Eine Arkebuse, die kann auch weg. Lustigen Helme hier. Die Brigantine, du kannst weg. Wir müssen gleich noch in unser eigentliches, zergiftlicher Panzerbrecher, schau mal. Brauchen wir auch nicht wirklich. Meisterstab. Auch weg. Also, sag mal ganz schnell hier unser Lager. Da können wir mal. Ne? So, das ganze Zeug hier reinpacken. Das ist quasi sowieso gar nichts Wertes. Hier. Wollen wir davon irgendwas behalten? Der große Schild, das hier mal weg. Das Stilett, guter Zweihänder. Ja, komm, wir behalten mal so ein bisschen hier. So. Das Zeug weg. Ja, auch noch weg. Und das sind schon wieder die Zitadellengeschichten. Will ich uns einiger Hüte entledigen? Ich denke schon. Ja, random Umhänge tragen wir eh nicht. Die schönen Hüte wollen wir nicht weggeben. Das Skan-Kultisten-Zeug, da könnte man schon drüber reden. Da sind noch normale Umhänge und da dieses hässliche Teil. Ja, die Masken, die behalten wir mal, ne? Die sind ja recht schick. Zählerstiefel. Schöne Bildung. Ein siehender Hut. Haben wir, glaube ich, gefunden, ne? Wir haben noch nicht wirklich jemanden, den wir ihm geben können. Naja, so kriegen wir zumindest ein bisschen was raus noch dafür. Aber so viel Zeit kann man gar nicht mehr. Leuten antreten können. Weil. Sonstiges Ding. Ich meine, das sind keine Reagenzien, also. Nicht, dass wir das aber hier verkaufen können. Da gebe ich aber alle gelesen. Mehr Wolfsfälle, alles. Zack. Brecheisen. Doch nicht verkaufen hier. 149 KP hat sich total gelohnt.
Naja, egal. Zumindest hat jetzt Ra hier mal. Das ist nicht Ra, da ist Ra. Eine etwas bessere Rüstung, ja? Für zwei mehr. Wenn wir jetzt noch irgendwelche speziellen Mönchsachen für ihn hätten, das wäre richtig gut. Das ist irgendwie immer so das Problem. Das habe ich aber bei Pathfinder auch. Wenn du halt keine Sachen für einen Mönch findest, konkret, dann, naja, läufst du halt mit so einer Möchtegern-Ausrüstung rum. Das hier gibt es wohl Waffen und Schilde anscheinend. Da wahrscheinlich Tränke. So, hallo. Diese stämmige Frau lächelt dich breit an, als du dich näherst. Ach, du hast es gehört, wie ich sehe. Eine gute Klinge hat eine Stimme, die dem Besitzer zusingt. Welche Waffe hat nach dir gerufen? Erzähl mir von deiner Handwerkskunst. Meine Waffen sprechen für sich. Und jeder Mann und jede Frau auf diesem Markt kennt meinen Wert. Selbst Tamra. Trage das Wissen meines Vaters in mir und das seiner Mutter vor ihm. Nimm eine meiner Klingen in die Hand und du hältst eine Waffe, die über 5 Generationen perfektioniert wurde. Derwin schnaubt verächtlich. Sie sagen, ihr solltet solch gute Waffen nicht an Estravorm vergeuden. Ich sage, eine gute Waffe, die unbenutzt verstaubt ist, die wahre Vergeudung. Ja, dann zeig mir mal deine Waren. So. Okay, Sternrufer, Bleskas Mühen, zickartige Keule. Ich sehe schon, dass wir ihn wieder nicht finden hier, glaube ich. Schneller Sternrufer, schnelle Geschwindigkeit, gute Unterbrechungen. Nee, schwache, meine ich. Okay. Abwehr. Plus 30% bereicherter Treffer, Treffer außergewöhnlich plus 8, Genauigkeit plus 30%. Das sind die Verbesserungen. Minolettas kleine Fluggeschosse bei kritischen Treffer, einmal pro Begegnung. Nett. Nett an sich. Das wäre was für hier Tanky Boy eigentlich. Aber der ist momentan eh nicht in der Gruppe. Und für 7000. Mal wieder fest zuschlagen können als geiliger Kriegshammer. So, bei Treffer verwirren für 5 Sekunden und mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das ist natürlich gar nicht so schlecht dann. Oh, Piratin aus dem Todesfeuer. Ich benutze diese Waffe 1, um feindliche Schiffe zu entern. Sie betrat als erste das Schiff und stürzte auf den feindlichen Kapitän zu, während ihre Besatzung das Schiff sicherte. Erst durch die gemeinsamen Bemühungen dreier anderer feindlicher Piratenbanden konnten ihre Dominanz in der Gegend beendet werden. Aha. Ja, ist ja außergewöhnliche Streitaxt. Ist sogar einhändig. Ich dachte, ein Beil sei einhändig. Morgenstern, Mordaxt. Die ist zweihändig. Hier 16 bis 23. Ist aber auch nur gut und nicht außergewöhnlich. Deine Sachen wohl doch nicht so gut, wie du behauptest, ha? Wir könnten ja mal hier. Ich kann nicht wirklich vergleichen. Doch. Warte, wir benutzen gerade einfach nur den guten 2. Ja, mit dem Brennschaden. Ja, ich erinnere mich. Ja, du machst ja wegen dem Brennen mehr Schaden. Sag mal, Unterbrechung, langsame Geschwindigkeit. Halt Hieb und Schmetter. Wäre immer besser als Hieb und Stich, ehrlich gesagt. Hier Genauigkeit plus 50% Schaden. Ja, ich cool ihm jetzt diese Axt, oder? Guck mal, dass wir die noch verbessern, oder? Ja. So 3000 für eine Axt. Zu dir halt auch, ja. Aber komm. Oder wir schauen vielleicht noch ganz kurz. Ah ja, guck mal, es gibt noch ein paar Rüstungen. Verlorene Auenkettenrüstung. Rüstung einzigartig. 50% Schadensrüstung von 13. Das wäre ja vielleicht gar nicht so extrem schlecht. Für Mr. Torren. Jetzt auf 15%. Es ist halt eine Kettenrüstung. Ausdauer plus 1 Ausdauer pro 3 Sekunden. Interessant. Aber auf jeden Fall irgendwas, was um. Ja. Sieht eine mittlere Rüstung. Was hat denn. Taggen an zurzeit.
Eine Plattenrüstung? Ah, ne, der hat Eru Becker. Hat sie gerade eine Geschwerderüstung? Ja, tatsächlich, weniger Chance als die hier. Tatsache. Das wäre tatsächlich eine Verbesserung, wenn wir das hier kaufen würden. Eine würde sich auch heilen die ganze Zeit. Ja. Eine Überlegung wert. Was haben wir noch? Cathead Pumice. Einzigartige Mittelrüstung mit Chancen von 8. Plus 3 Entschlossenheit. Was war das noch? Und Abwehrverteidigung bei. Es ist natürlich. Noch außergewöhnlich hochgehen. Dann hätten wir nochmal eins mehr. Also 9. Mehr Erholungsgeschehen. Das ist auch eine Idee, ne? Das quasi hier gegen. Mit Reinschlossenheit ist schon. Nicht so schlecht. Ja, mit Außergewicht hätten wir sogar genauso viel. Hm, okay. Okay. Können wir uns das hier nicht verbessern? Also ist es. Wäre es ein Tausch, ja? Und ich müsste das Ding halt auch noch verbessern. Ich finde einige Sachen ganz nett. Hm. Schwierig. Hemd des Finsterblicks. Zwei Wahrnehmungen. Ein zwichtiger Fürst im Todesfeuer-Archipel, der dafür bekannt war, in dunkler Nacht geheime Abmachungen einzugehen, heuerte einen Assassinenorden an, um ihn bei seinen nächtlichen Ausflügen zu beschützen. Bei seinen nächtlichen. Ja, er ließ sie mit magischen Helmen ausstatten, die es ihnen erlaubten, den Schleier der Dunkelheit zu durchbrechen. Seine Paranoia wies ihn jedoch schon bald seine bezahlten Assassinen mit misstrauischen Augen betrachten, weshalb er sie hinrichten und ihre Ausrüstung zerstören ließ. Einer der Assassinen, aber soll es gelungen sein, in die Valianischen Republiken zu fliehen, wo sie zu einer wahren Legende wurde. Dieser abgewetzte und ramponierte Lederhelm passt über den Kopf und bedeckt den oberen Teil des Gesichts. Einstellbare Ledergurte machen ihn bequem und praktisch für Träger aller Völker und mit unterschiedlichsten Körperbau. Und zwar schaut er Linsen passen. Augen. Ja, es ist ein Helm mit, Moment, mit zwei Wahrnehmungen. Die Wahrnehmung war nochmal. Genau, Kampf, Genauigkeit und Reflexe. Das wäre vielleicht was für Crappers. Was hat denn der zur Zeit an? Hirschgeweihhelm. Ah, Genauigkeit. Hm. Geschwindigkeit. Ich glaube, das müssen wir auch nicht unbedingt machen. Was hat ein Grafenkopf? Ja, das ist okay. Das wollte ich jetzt zwar gerade eigentlich nicht machen, aber also nochmal vergleichen. Erst mit Wissen und Wahrnehmung. Naja. Wäre halt einfach eine, ja, Straight-Up-Verbesserung. Der ist halt 410 wert, wird halt für 3000 verkauft. Das sind immer die besten Geschäfte, sag ich mal. Oh boy. Naja, also, wenn wir uns das hier holen würden, dann ja für Taggen. Das ist immer, ich frage mich das halt auch jedes Mal, ne, wie das eigentlich ist mit dem Barbaren. Ich, ja, die Heilung ist halt auch nicht schlecht. Wir haben noch 7200, wir können uns nicht alles kaufen. Also würde ich eher fast tatsächlich dazu tendieren. Zumal das ja auch noch hier Entschlossenheit mit drauf hat. Die drei Stück hier. Na komm, wir holen uns das hier. So. Und die Schmerzige der Offiziers können wir auch verkaufen. Gebundenes Zepter. Das kann auch weg. Ja, ich schätze, es wird Zeit, wieder ein bisschen Einnahmen zu generieren. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir die richtigen Reagenzien haben, um hier daraus auch was zu machen.
Also das kann ja dann auch schon mal erstmal runter hier ja, verzaubern. Qualität. Was wir noch für Vorrang nochmal brauchen. Adra Drachenschuppen und natürlich 4200 Gold. Ja, sind natürlich, wir werden erstmal warten, ne, bis wir das haben. Ganz nett aus die Rüstung eigentlich. Ist super gut mit dem Piratenhut. So, und Taggen hier. Können wir dich denn wenigstens... könnten das dich verzaubern mit Schockpeitsche, Feuerpeitsche, Frostpeitsche. Dodieren ist eigentlich immer gut, oder? Ja, komm, mach mal hier Rostpeitsche drauf. Ja, genau, und da gibt es ja sogar noch mehr Stufen, ne? Für legendär fehlen uns lediglich 2 Krakenaugen. Naja, und 20.000. Aber das würde schon einiges gehen. Gegen was wollen wir das irgendwie stärken? Eva Wildtier. Denke nicht, wir bleiben erstmal dabei. So, jetzt hat er zumindest mal eine Axt, ja? Endlich. Er sieht gar nicht, wie jemand aus der Axt führen würde, aber ist egal. Hauptsache, er hat jetzt endlich mal eine Axt. Barbar ohne Axt, das ist doch kein Barbar, das ist doch komisch. Wir haben lauter anderes magisches Zeug, wenn ich ehrlich bin, das wir theoretisch auch noch verkaufen könnten, aber ja. Ganze Zeug. Wieso ist das hier? Eine Animatrüstung. Lass mal alles da rein. Kakao. Wir verkaufen mal hier noch jetzt die Reste von dem ganzen Zeug. Schaden gegen Gas, Schaden gegen Fies behalten wir mal, ne, weil Abwehr denk eigentlich auch. Kommen wir nochmal an. Ich muss jetzt eher ein bisschen kurz durchgucken. Mal Gaunschwur. Bisschen Ausdauer. Das ist jetzt nicht so geil eigentlich. Ich empfehle einfach den normalen Abwehrding, ehrlich gesagt. So. Barring der Abwehr und in der Zauberei. So, jetzt warte mal. So, das, warte mal. Jetzt habe ich den einen aus Versehen. Ja, so. Was war das nochmal? Plus 5 Wille. Ist jetzt auch nicht so die, ne, 9 plus Ultra Geschichte, der kann eigentlich auch weg. Schwachen Ding der Abwehr kann man auch weg, weil ich meine ganz ehrlich, Zeit und Stich sicher. Wenn gegen Kumpeln, bewegungsunfähig gelähmt. Naja, egal, ich schweife eh schon wieder ab, ne. Ich kann mal den wahrscheinlich auch verkaufen. Ich mach das mal kurz noch in der Folge und dann, ja. Machen wir auch gleich weiter. Wahrscheinlich erst in den nächsten. So, zack, zack, zack. Ja, bis zack. Zumindest ein bisschen Geld rein hier, so. Ja, das ist ein normaler Umhang, den behalten wir vielleicht erstmal noch. Warte mal, rüber. Danke euch noch fürs Zuschauen. Macht's gut und euch bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Wahrscheinlich die Stadt weiter erkunden werden. Ja, vielleicht noch ein bisschen einkaufen, wer weiß. Ciao, ciao, euer Torn.